Also, herzlich willkommen wieder am Dienstagabend zu Inklusiv, das Online-Magazin. Auch heute habe ich wieder Gäste bei mir, die ich interviewen darf. Mein Name ist Mandy Pierer vom Verein Tragwerk e.V. in Ludwigsburg. Genau, und wir haben heute hier wieder die großartige Gelegenheit, im Scala, im leeren Scala, aber immerhin, wir sind hier eben beim Scala TV, ein inklusives Thema anzusprechen und eine Kooperationspartnerin aus dem Netzwerk Inklusion vorzustellen. Genau, ich möchte auch jetzt am Anfang wieder die Gelegenheit nutzen, Werbung dafür zu machen, uns Geld für unsere Gebärden- und Schriftdolmetscherinnen zu spenden. Leider ist nämlich nicht jedem Menschen möglich, diese Sendung zu verfolgen, weil wir sind alle freie Vereine und haben leider gar nicht die finanziellen Mittel, die Gebärdendolmetscherinnen und Schriftdolmetscherinnen zu bezahlen. Und es wäre uns allen wirklich ein großes Anliegen, diese Sendung hier so vielen Menschen wie möglich zugänglich zu machen. Also scheuen Sie sich nicht, jeder Euro zählt. Für die kommenden Sendungen benötigen wir auch immer noch Spenden für Gebärdendolmetscher und Schriftdolmetscherinnen. Sie können entweder an Scala spenden, an die Organisation, die hier auftritt, oder eben an den Verein, bei dem ich tätig bin, Tragwerk e.V. in Ludwigsburg. Genau, aber nun zum Thema. Heute soll es um Frühgeburten und Frühgeborene gehen. So viel darf ich schon mal verraten, aber ich würde meine beiden Gäste bitten, sich selbst vorzustellen. Vielleicht könntet ihr nacheinander euren Namen nennen und warum ihr jetzt gerade heute hier seid und nicht woanders. Und dann starten wir einfach in unser lockeres Gespräch. Also ich bin Christine Jurende. Ich bin Kinderkrankenschwester auf der Neonatologie in Ludwigsburg. Ja, und mit Pflegevorstand beim Frühchenverein. Ich bin die Nicole Dunz, ich bin selber Mama eines frühgeborenen Jungen in der 25. Schwangerschaftswoche und bin zweite Vorsitzende vom Verein Die Frühlinge e.V. Ja, das ist wunderbar, dass ihr das gleich ansprecht. Wir werden nämlich in den ersten 45 Minuten heute Abend erstmal ganz allgemein über das Thema Frühgeburt und Frühgeborene sprechen und dann nachher um 18 Uhr nach einer kleinen Pause, in der wir uns ein bisschen erfrischen, sprechen wir dann über den Verein Die Frühlinge e.V., der sich eben um Frühgeborene und deren Angehörige kümmert. Genau, aber zunächst unterhalten wir uns über die Ursache quasi. So kann man es zusammenfassen. Genau, jetzt hast du schon angesprochen, du bist Krankenschwester auf der neonatologischen Station. Was ist eine neonatologische Station? Neonatologische Station ist im Endeffekt die Frühgeborenenstation. Also es gibt ja für die ganzen medizinischen Begriffe die tollen medizinischen Wörter. Und da gehört halt dieses Frühgeborene, heißt Neonatologie. Also ist das quasi das Wissenschaftsfeld für die Frühgeborenen. Genau. Und was macht diese Station so besonders sozusagen? Dass wir im Endeffekt, also wir sind ein Zusammenschluss von der Frauenklinik im Mutter-Kind-Zentrum in Ludwigsburg und wir versorgen die ganzen Frühgeborenen, alles was unter der 37. Schwangerschaftswoche auf Welt kommt, ist ein Frühgeborenes und ja, bis runter zur eigentlich Lebensgrenze. Also es ist, was ich jetzt mitgekriegt habe, war 22 plus 0 das Kleinste, wo wir mal versorgt haben, aber es gibt jetzt erst die Tage in der Zeitung, Fulda hat eine 21-Plus-Schwangerschaftswoche durchbekommen. Also das ist so, das ist einfach die Grenze, absolute Grenze. Das ist so der Graubereich. Ab der 24. Woche machen wir auf jeden Fall Maximaltherapie. Teilweise auch schon 23. Woche, aber drunter ist so Graubereich. Das heißt, es ist quasi eine Intensivstation, genau, oder? Genau, auf der eben die zu früh geborenen Kinder gut hochmedizinisch versorgt werden. Ne? Wenn du sagst Maximalversorgung, dann kann ich mir was darunter vorstellen? Da kannst du eigentlich alles, was man zum Leben braucht, von Atmung übernehmen, Atmung, der Kreislauf, also der Blutdruck übernehmen, der Herzschlag ein Stück weit mit Medikamente unterstützen. Also Blutdruck übernehmen wir nicht, sondern unterstützen wir mit Medikamente. Das Essen geht über Sonde, beziehungsweise ganz am Anfang auch noch über Infusion, weil die Kinder noch einen sehr, sehr kleinen Magen haben. Man sagt meistens so erbsengroß. Wenn die auf Welt kommen, ist der Magen nur erbsengroß und der muss natürlich langsam gedehnt werden. Unsere Minis, die fangen teilweise mit 12 mal 1 Milliliter zum Essen an.
Also die kriegen alle 2 Stunden 1 Milliliter zum Essen. Das ist doch der Wahnsinn, oder? Genau, also das ist so das, wo man dann immer denkt, wie kriegt das Kind überhaupt was zum Essen? Das geht natürlich am Anfang alles über Vene. Ja, das nehme ich an. Genau. Es ist ja auch zu früh geboren. Genau. Also eigentlich soll der Magen ja noch nichts machen, außer wachsen, Fruchtwasser schlucken zur Probe und das war's dann schon. Jetzt hast du vorhin schon gesagt, dein Sohn ist zu früh geboren, aber es ging ziemlich flott. Und wenn wir das jetzt so alles hören, sag doch nochmal, wie viel zu früh, also in welcher Woche er geboren ist und wie sich das so abgespielt hat, wäre, glaube ich, auch interessant für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Ja, also vielleicht vorhinein, ich lag von der 21. Woche an in Ludwigsburg und irgendwann hat es geheißen, okay, jetzt ist zu viel für Mutter und Kind, wir müssen ihn holen. Und dann ist er, ja, um 6:30 stand die Diagnose, 6:50 war ich im OP, 7:17 war er da. Hey. Also das ging relativ flott, wobei mir gesagt wurde, es geht auch noch schneller. ja, und als ich dann wieder zu mir gekommen bin, war ich quasi eine Mama und aber noch gar nicht irgendwie so gefühlsmäßig, sondern es war irgendwie alles noch so viel. Und ja, und mittags durfte ich ihn dann das erste Mal sehen und ja, 34 Zentimeter, 665 Gramm, Leben, ein bisschen größer wie ein Blatt Papier. Da gibt es auch ein Bild dazu. Können wir das vielleicht zeigen? Genau, das ist das erste nach der Geburt, habe ich das getauft. Wir haben nämlich hier Bildmaterial zur Verfügung gestellt bekommen von euch beiden. Wir müssen das nur leider immer raussuchen. Wir sind ja hier nicht beim ZDF, sondern beim Scala TV. Und wir geben uns ja echt alle größte Mühe. Nee, ah, das ist ein Badefoto? Das ist eine Badeanleitung von einem aktuellen Kind. Aber sowas machen wir zum Beispiel nicht auch. Dein Sohn, genau. Aber da wird jemand gebadet. Da durfte er auch baden. So ist es. Nur ein bisschen größer war. Genau, wo wir jetzt hier gerade ein bisschen Zeit haben, möchte ich Sie alle nochmal daran erinnern. Schalten Sie doch Ihre Bildschirme ein. Sie können uns ja auch sehen. Also wäre es schön, Sie schalten Ihre Kamera ein, dann können wir Sie auch sehen. Das ist ganz nett meistens. Und falls Sie Fragen haben, die Sie stellen möchten, scheuen Sie sich nicht und tragen Sie sie in den Gruppenchat ein. Wir versuchen dann immer, das ist auch ein aktuelles Kind. Das ist auch nicht. Das ist aber kuscheln. Also das sehen wir gleich alles noch. Da kommen wir später. Wie heißt denn das Bild? Erstes Bild nach der Geburt habe ich es, glaube ich, getauft. So, jetzt aber. Ein erstes Bild nach der Geburt von deinem Sohn. Das kann nicht sein. Dann im anderen Ordner? In der Zwischenzeit könnten wir doch schon mal auf deine Kissen zu sprechen kommen, weil du ja mal gemeint hast, gerade irgendwie ein Blatt Papier. Dann erzähl uns doch mal, was du uns da für tolle Nackenkissen oder was auch immer das da mitgebracht hast und wo du es her hast. Sieht aus wie ein Nackenkissen, ist aber ein sogenanntes Geburtserinnerungskissen, weil man vergisst doch relativ schnell, wie klein und wie leicht die Kinder waren. Und wie gesagt, diese Größe hier ist von meinem Florian, das sind exakt 34 Zentimeter und wiegt auch exakt 665 Gramm. Und das ist meine Tochter, reif geboren mit 3240 Gramm und 50 Zentimeter. Das ist dann schon nochmal ein anderes Kaliber. Unterschied, ne? Ja. Genau. Ja, das hätte ich dich auch noch gefragt, ob du noch weitere Kinder hast. Und sie ist nach ihrem Bruder geboren? Genau, die ist 3 Jahre nach dem Florian, relativ exakt nach dem Florian geboren. 3 Jahre und ein reif geborenes Kind und alles prima. Hat alles geklappt. Hat alles geklappt. Genau. Jetzt können wir das Bild von Florian sehen. Ansonsten erzähl uns doch ein bisschen von ihm. Also wie ging es ihm nach der Geburt? Was für intensive Unterstützung hat er von euch benötigt? Und dann wäre noch interessant, du hast jetzt von deiner Situation erzählt, wie es dazu kam. Vielleicht kannst du uns noch einen Überblick darüber bieten, warum es zu Frühgeburten sozusagen ganz im Allgemeinen kommt. Genau. Ja, also die Unterstützung war von der ersten Sekunde an eigentlich da. Von erstmal an diese Situation herangetragen werden, weil es ist schon, also man kommt da sowieso Hormon Tohu Wabohu und Vollnarkose dann und irgendwie kommt da alles zusammen und dann man bricht erstmal in so ein Loch, bis man dann erstmal groß akzeptieren kann, dass es jetzt dein Kind ist, was da liegt. Und er wurde nicht beatmet, er hatte nur ein CPAP, eine Atemunterstützung. Und die normalen EKG-Anschlüsse, was man da so hat und eine Magensonde.
Und es wurde mir immer gesagt, es kann sein, sie kommen am nächsten Morgen und er ist beatmet, weil er ist so klein und er wird es wahrscheinlich nicht ohne Beatmung schaffen. Und man wurde immer so ganz nah an die Situation auch hingeführt. Auch wenn man abends gegangen ist, hat es geheißen, wir melden uns, wenn aber wirklich nur, wenn Katastrophe ist. Mhm. Ansonsten melden wir uns nicht. Wir sagen ihnen am anderen Tag, was Sache ist. Wir sind schon am anderen Morgen gekommen. Es wurde gesagt, was in der Nacht war. Mein Sohn war, glaube ich, so ein König im Magensondenziehen. Heute Nacht haben wir 5 gebraucht. Gestern Nacht haben wir 10 gebraucht. Ich habe noch gewartet, dass irgendwann die Rechnung kommt. Das wird vom Taschengeld abzogen. Ja, oder das. Später mal, wenn das sein eigenes Geld zieht. Und man wurde halt immer auch, was für Behandlungen gemacht wurden oder was ansteht. Oder ja, man ist immer ganz nah. Und am Anfang war es dann so, man hat gar nichts gemacht. Also er ist donnerstags geboren, sonntags durfte ich ihn dann das allererste Mal zu mir nehmen. Das war dann auch so, sonst hat man immer so im Inkubator rumgefummelt und so hat man dann mal auf sich gehabt. Und ja, dann am Anfang war die Mundhygiene mit so einem Stäbchen und Bepanthen-Lösung, danke. Einfach so den Schaum vom im Mund rausmachen und desinfizieren. Und das ging dann immer Schritt für Schritt weiter bis hin zum selber Wickeln. Man muss das auch erstmal lernen, im Inkubator seitlich wickeln. Man kennt ja das eigentlich. Ja. Bis hin zu wirklich rausnehmen und dann, wo er dann älter war, ihm auf der Wickelunterlage wickeln, wo man ihn dann auch selber mal abstoßen durfte und wieder an und so. Das war dann schon so ein Hinführen an das Baby, wenn es dann irgendwann mal ein Baby war. Ja, genau. Jetzt sind wir schon voll drinne quasi im Alltag auf so einer Station. Ich glaube, du kannst die Frage von vorhin kurz beantworten eigentlich, und ja, also, gleich mit dem Tagesablauf weitermachen. Denn eigentlich das ist ja, klingt ja sehr auch reglementiert und ich kann mir vorstellen, dass es nicht leicht ist, abends zu gehen und morgens erst wiederzukommen. Genau, weil das ja alles auch so plötzlich passiert. Und wie du schon sagst, dir fehlt ja ein ganzes Stück Schwangerschaft. Ne? Und das, glaube ich, zu verarbeiten, das ist wirklich eine große Herausforderung. Oh ja. Habe auch immer noch dran zu knabbern, gebe ich zu. Ja, ich glaube, das macht einen auch zur besonderen Mutter. Also man sagt auch einmal Frühchenmama, immer Frühchenmama. Tja. Es wird bleiben. Nicole, du hast keine Chance. Nein, also was zur Frühgeburten führt, ist ganz unterschiedlich. Wir versuchen den Eltern auch, oder den Mamas vor allem, die machen sich massiv Vorwürfe. Ja. Die können in den allermeisten Fällen nichts dafür. Es kann von einer ganz normalen Infektion über eine Schwangerschaftsvergiftung, Blutdruckschwankungen, Blutungen, die Mamas können im Normalfall nichts dafür. Natürlich, man sollte vermeiden, Stress, unterschiedliche Sachen gibt es immer wieder, wo man sagt, ja, sollte man vermeiden. Oder wenn man jetzt eh schon Wehen hat, sollte man vielleicht auch sagen, okay, ich putze jetzt heute keine Fenster oder die nächsten Wochen und guck, dass ich lieber mein Kind noch so lange wie möglich, weil jeder Tag ist wertvoll in dem Fall. Also wir sind auch, wenn die Frauen auf der Frauenstation oben liegen, wir sind um jeden Tag glücklich, wo die länger ihr Kind halten können, weil natürlich im Bauch eigentlich die optimale Versorgung ist. Ja. Die können wir gar nicht nachstellen. Und wenn die Kinder dann auf bei uns, wenn es heißt, okay, das Kind wird jetzt geholt oder es kommt, es gibt natürlich die Kinder, die rausplumpsen, so gesehen, da heißt es, okay, das Kind kommt jetzt. Und die sind einfach klein oft noch und die kommen relativ zügig. Wenn die Frau Wehen hat, offenen Muttermund hat, Blasensprung hat, können die wirklich schön rausflutschen. Das ist dann 1-2 Presswehen und dann ist das Kind da. Aber wenn man denkt, der Kopfumfang ist dann so bei 23 cm. Oh, krass. Und wenn man jetzt überlegt, ein Reifgeborenes hat so im Schnitt 33 bis 35 cm Kopfumfang. Ja. Es sind doch schon 10 cm Unterschied. Und das passt natürlich auch durch den Geburtskanal viel einfacher durch. Und dann gehen wir in Kreißsaal und in der Zwischenzeit, seit dem Neubau, seit 2017, haben wir es ja übereinander, sind wir wirklich auch viel, viel näher dran. Was für uns besser ist, wir sind einfach schneller im Kreißsaal, wenn was ist. Und auch für die Kinder nachher der Transport in auf Station vom Kreißsaal ist einfach schonender. Ja. Wir müssen nicht quer durchs Haus. Und da fängt es eigentlich schon an, dass wir die Kinder im warmen Erstversorgungsraum entgegennehmen und ihnen je nach Alter, Reifegrad die Unterstützung geben, die sie brauchen. Mhm. Wenn das jetzt wirklich ein kleines Frühchen ist, die werden gebläht, das nennt sich Periwen, das ist im Endeffekt
wie ein Beatmungsbeutel, nur über ein Gerät. Und das Gerät macht einfach das, was ich einstelle. Mhm. Und ich kann dem Kind die Unterstützung geben, die es braucht. Mhm. Bis hin natürlich dann die Sättigung zu messen. Wie ist der Sauerstoffgehalt im Blut? Dass es immer schön warm und trocken ist, weil das ist natürlich oberste Priorität nach der Geburt. Das Kind muss warm bleiben. Mhm. Das ist bei Minis, also Frühchen, genauso wie bei reifen Kindern. Da ist wirklich die oberste Priorität, es muss warm sein. Deswegen ist unser Erstversorgungsraum auch ca. 26 Grad warm. Mhm, und wenn dann so ein Flori auf die Welt kommt, steht dann die ganze Bande von Schwester, Oberarzt, Assistentarzt, ja. Komplett vermummt mit Haube, Mundschutz, Kittel, Handschuhe. Und wir sind dann unter einer Wärmelampe, die mal geschwind auf 100% geschaltet ist. Uns wird es dann meistens sehr warm. Hauptsache, das Kind ist warm. Das ist für uns Priorität 1 dann. Ja, und die Kinder kriegen dann einfach die Unterstützung, die sie brauchen. Und man lässt ihnen aber trotzdem Zeit, weil die Kinder haben einfach auch Zeit, sich anzupassen. Die haben sich ja wahrscheinlich auch erschreckt. Genau. Also ich kann mir vorstellen, dass es für das Kind auch eine dramatische Erfahrung ist. Ja. Genau, und wenn die einfach, je nachdem, was für einen Grund die Geburt hat, jetzt zum Beispiel, sagt man, eine Blutung, dann sind die Kinder nicht darauf vorbereitet. Wenn die Mama Wehen hat, werden die Kinder durch die Wehen darauf vorbereitet. Mhm. Aber wenn die zum Beispiel akut anfängt mit Bluten, dann kann das Kind sich gar nicht darauf vorbereiten. Mhm. Merkt man das den Kindern denn auch an? Gibt es da Unterschiede dann? Ja, also es gibt A, einen Unterschied, ob Bub oder Mädchen. Aha. Ja. Oha, und das bei meiner Gendergerechtigkeitsfreude. Ja, das ist leider wirklich so. Also wenn wir ein Junge und ein Mädchen machen, es die Mädels leider meistens besser. Ach. Es ist einfach so, die Jungs, der Flori war Ausnahme. Jetzt ja, Flori ist so ein bisschen bei uns durchgerauscht. Der war so ein Vorzeigefrühchen. Natürlich gibt es auch andere Jungs, aber die meisten, die stellen sich dann schon ein bisschen an und die brauchen dann einfach oft ein bisschen mehr Unterstützung. Mhm. Und dann kommt es auch immer drauf an, haben sie eine Lungenreifung bekommen, dass das Kind nochmal vertraut oder die Lunge drauf vorbereitet ist, weil eigentlich in der 24., 25. Woche ist ja das noch gar nicht, es ist alles da, es ist alles fest und es ist alles angewachsen. Ja. Das muss man den Mamas auch ganz oft einfach nochmal deutlich zeigen, es ist alles da. Es ist nur klein. Es ist nur klein und es ist auch alles stabil. Also die kommen dann immer, ja, wie kann ich, können sie dann nur so hinlangen? Ich schaffe jetzt, oh, wie lange schaffe ich jetzt schon? 2008 habe ich mit der Ausbildung angefangen, also ich bin jetzt schon 12 Jahre mehr oder weniger mit Ausbildung im Beruf. Mhm. Und jetzt hier in Ludwigsburg seit 6,5 Jahren. Also von dem her kommt man da rein. Ich habe auch mich bei den ersten Kindern auch angestellt, wie eine Mama. Man fürchtet sich ja auch. Ja, also Respekt ist ja, einfach. Genau, einfach, man möchte jetzt nicht noch irgendwas verursachen. Ja, es ist schon genug passiert, dann will man nicht auch noch im falschen Moment das Falsche tun. Das kann ich gut nachvollziehen. Haben wir es denn jetzt mit den Bildern schon geschafft? Das erste Bild ist einfach nicht da. Das erste Bild ist nicht da. Dann könnten wir doch mit dem Alltag quasi loslegen, der einen erwartet sozusagen. Und vielleicht sagst du dann einfach immer dazu, wie du das so bei dir persönlich erlebt hast und wie du quasi, du hast ja schon einen kleinen Überblick geboten, wie du quasi vom ganz kleinen Schritt ihn einfach nur auf die Brust gelegt bekommen und stillhalten, bis hin zum selber diese ganzen Apparate, die einen da anpiepsen und dann da manchmal piepsen die ja auch völlig grundlos, das weiß man nur am Anfang nicht. Genau, das wäre doch ein super Überblick. Dann schauen wir uns doch jetzt einfach mal die Bilder an zum Thema Pflege. Genau. Weißt du denn, wie du die betitelt hast und mit was wir beginnen wollen? Also an einem Mal kann man das kuscheln. Ich glaube, das wo man kuscheln schon mal doch gesehen gut, haben. Da haben wir vorhin auch mit angefangen. Genau, das haben wir schon gesehen. Ja, das aber das ist jetzt zum Beispiel, das ist jetzt zum Beispiel ein Kind, die schon ein bisschen relativ groß ist. Die hat am Anfang, das ist das, was Nicole gesagt hat, das erste Kuscheln. Bei ihr ist jetzt nicht das erste Kuscheln. Man sieht, die Maus ist sehr groß schon. Zu Corona-Zeiten dürfen wir alle nur mit Mundschutz. Okay, auch das die ist Eltern. Also jetzt eine besondere Das ist Maßnahme. Jetzt eine besondere Maßnahme, dass die Eltern, so auch wir, was sehr anstrengend ist, komplette Schicht mit Mundschutz sind. Ja. Und normal die Eltern nur, wenn sie Infekte haben, so wie wir auch. Also wenn wir einen Infekt haben, ziehen wir einen Mundschutz auf, um die Kinder zu schützen, aber sonst eigentlich ohne Mundschutz. Und das ist auch ganz wichtig. Ja. Und die Kinder liegen am Anfang ganz nackig auf der Brust bei den Eltern. Mhm.
Und es ist mal, also je nachdem, wie alt und groß die Kinder sind, jetzt zum Beispiel Nicole, die ersten 72 Stunden sollten die Achsen gerecht liegen. Das heißt, dass der Hals gerade ist zum Körper, einfach weil die Hauptschlagadern zum Kopf sollen nicht abgeknickt sein, weil bei den ganz Kleinen ist die Hirnblutungsgefahr sehr, sehr hoch. Mhm. Und da mit dem tun wir einfach einen Risikofaktor runterfahren, damit einfach die Durchblutung vom Kopf immer gewährleistet ist und dass da nichts abgeknickt ist und nachher wieder ein Schwung Blut reinkommt, um dann die Kinder das Risiko zu minimieren, eine Hirnblutung zu kriegen. Deswegen auch erst nach ein paar Tagen. Das wollte ich jetzt gerade fragen. Das war wohl dann der Grund, warum du deinen Sohn erst nach ein paar Tagen hast kuscheln dürfen. Genau, und deswegen die ganz Kleinen unter der 30. Woche sind eigentlich immer so, dass wir die 72 Stunden im Bett behalten, bevor sie dann zum ersten Kuscheln raus dürfen. Meistens passt es trotzdem, weil denn die Mama geht es am Anfang ja auch nicht so gut. Nach einem Kaiserschnitt. Und was halt wichtig ist, die Mamas müssen dann eine Stunde liegen bleiben können im Kuschelstuhl. Ja, im Kuschelstuhl mit Kaiserschnittnarben. Genau. Sportlich. Und das ist, deswegen ist dann auch bei den Kleinen wirklich oft, dass man sagen, okay, am dritten Tag ist die Mama soweit und das Kind dann auch soweit. Ja. Genau, und das ist dann so der dritte Tag meistens, wo sie kuscheln. Wie gesagt, sie ist jetzt größer, die kuschelt immer noch sehr gern beim Papa nackig auf der Brust, da ist sie einfach am Entspannen. Papa sind ja so schön warm, ne? Ja. Und wenn du sagst, warm sein ist so wichtig, dann ist sie da ja genau genau. Am besten Platz. Aber das wächst sich nicht raus. Nee. Mein Großer macht das immer noch. Ja. Das kuschelt einfach. Papa oder nee, auf, nie auf dem Bauch liegen, aber das, der Kerl ist jetzt halt schon 1,16 Meter lang und dann habe ich da halt bloß noch die Hälfte Flori auf dem Bauch, aber der will das immer, der braucht das. Ja. Auch zum Einschlafen, der schläft so ein und dann muss ich ihn dann irgendwann so von mir rollen und dann kann ich raus, aber der schläft nicht anders ein. Ich finde das gut, haben wir gesagt, wir haben sie ihm antrainiert. Irgendwann wachsen die einem vom Körper weg und dann fällt es einem selber leichter zu sagen, jetzt bist du neben mir und nicht mehr auf mir. Das wird sicher noch kommen. Mit 18 macht er das nicht mehr. Ja, das mit 14 schon nicht mehr, weil dann ist es peinlich. Ja, wahrscheinlich. Ja, zumindest nur noch in Ausnahmesituationen. Genau. Ja, wollen wir dann, was schauen wir als nächstes an? Genau, dann haben wir zum Beispiel dann noch ein Bild vom Baden. Das ist jetzt die gleiche Motte. Die hat jetzt erst am Wochenende an Pfingsten haben wir da Badeanleitung gemacht. Ah, cool. Bis dato konnte, hat die Mama gewaschen. Da sind wir mit Baden durfte aus unterschiedlichen Gründen. Und das war dann so das erste Baden mit Mama. Und da leiden wir natürlich auch an, weil uns ist wichtig, dass die Eltern an zweiter Stelle stehen. Kind und Mama an erster zusammen oder Eltern und Kind an erster Stelle, aber an allererster Stelle steht immer das Kind für uns, weil wir wollen, dass es dem Kind gut geht und müssen gucken, was braucht das Kind jetzt gerade. Und dann guckt man einfach, dass wir die Eltern sehr viel mit in die Pflege mit einbeziehen, dass die Eltern nach und nach, wie Nicole auch gesagt hat, erst Mundpflege, dann fängt man an zu wickeln, dann kommt die Nabelpflege noch dazu, oder dann darf man kuscheln, dann selber raus und reinlegen irgendwann. Das wird immer so peu à peu gesteigert, aber man muss immer gucken, wie können es die Eltern, wie fit sind die, wie schnell kann ich sie ranführen. Es gibt Eltern, die sehr ängstlich sind, die sagen, oh nee, ich warte mal noch. Oder es gibt Eltern, die sagen von vornherein, jetzt will ich. Ich möchte an meinem Kind was machen. Und ganz viele Mamas sagen auch, ich kann ja eh nichts machen. Mhm. Die Mamas machen am allermeisten für ihr Kind. Sie pumpen. Die Mamas, die sind die meiste Zeit mit Abpumpen beschäftigt. In unserem tollen Stillzimmer. Da gibt es auch ein Bild von unserem Stillzimmer. Und da sind die wirklich oft Stunden am Tag beschäftigt. Um diese winzigen Mengen dann. Und es ist am Anfang sehr frustrierend, weil einfach fast nichts kommt. Und irgendwann baden sie in der Milch. Also wir haben einen großen Gefrierschrank in unserer Milchküche. Wir haben eine extra Küche, wo wir die Milch dann portionieren, so gesehen. Und da haben wir einen Gefrierschrank, wo wir dann auch immer wieder Mamas sagen, sie sollten bitte Milch mitnehmen. Und die Mama hat mal gesagt, sie hat dann wohl bei Entlassung 50 Liter Milch, Mama-Milch daheim eingefroren. Das glaube ich locker. Ja, ich hatte auch einen, das ist der Erstversorgungsraum, da startet dann eigentlich so hier alles. Hier startet die Reise sozusagen. Genau, ja. Da fangen wir an mit, also einmal ist wir links. Wir haben zwei Betten zur Auswahl, halte ich fest. Genau, also von uns aus links, das offene ist, wir nennen es Reanimationseinheit, aber nicht, weil wir darauf reanimieren, oder auch mal, aber
Gott sei Dank nicht jedes Mal und nicht so häufig. Mhm. Aber das ist einfach jetzt bei großen Kindern, bei reife Kindern, wo man einfach zur Unterstützung dazu muss oder wo nicht geplant ist, dass sie zum Beispiel mit auf Station gehen. Mhm. Und wenn jetzt ein kleines Kind auf oder ganz kleines Frühchen auf die Welt kommt, geht es in diese Giraffe. Es nennt sich Giraffe, muss sehen auch nachher noch ein Bild dazu, mhm. Weil das kann so der Hals hochfahren. Dann ist eine sieht es fast so aus wie das linke, dass es offen ist. Aha. Und dann kommt man einfach besser hin. Mhm. Und in der Giraffe, das ist jetzt in der Zwischenzeit wirklich toll. Wir machen das wirklich schonend. Die Kinder werden in der Giraffe versorgt. Mhm. Erst versorgt. Ja, du kannst einmal das, wo glaub, am Patientenplatz mit einer offenen Giraffe. Ja, also das sieht dann auch wirklich aus, weil das echt einen langen Hals hat. Und da können wir die Kinder drin versorgen, fix und fertig machen. Im positiven genau, Sinne. Genau, das ist jetzt ein Patientenplatz auf Station mit zu einer Giraffe. Mhm. Und dann kann ich den Deckel zumachen und ich habe einen geschlossenen Inkubator, also ein Brutkasten ist jetzt aktuell. Der Ersatzbauch sozusagen. Ne? Der Brutkasten, mhm. Da können wir bei den kleinen Wochen Feuchte mit reinmachen, das sind dann so 80%, dass es wirklich auch schön feucht, dass die Haut nachreifen kann. Und man sieht da jetzt auch zum Beispiel die ganze Apparatische drumherum. Ja. Also Perfusoren, wo es dann Infusion drüber läuft, wo es mhm. Essen drüber läuft, wenn sie dann mal mehr als 20 Milliliter pro Mahlzeit kriegen, der Monitor. Mhm. Dann sind wir der Patientenwagen, wo eigentlich so alles drauf und drin ist, was wir für das Kind brauchen. Genau, jetzt hast du gerade schon die Haut angesprochen, da erinnere ich mich jetzt gerade an unser Vorgespräch, dass du gesagt hast, dein Sohn hatte ganz dunkle Haut. Ist das normal oder war das nur dein erster Eindruck? Oder? Es war nur der erste Eindruck. Das war einfach nur diese dünne Haut, die er hatte und dann diese Blutgefäße, wo dann die halt mhm. dunkel oder rötlich machen. Und das scheint dann quasi dunkel, obwohl richtig. Die Haut die normale Farbe hat. Sie hat einfach nur noch nicht die notwendige genau. Dicke sozusagen. Nur schade, dass man das Bild jetzt nicht sehen kann. Also ich hab jetzt ein Bild dabei, ich weiß nicht, ist das voraufstehen? Ja, da kannst du davor. Warte, die Herren müssen erst umschalten auf unsere Kamera. So, und jetzt darfst du das einmal reinhalten. Genau, und dann gucken wir mal, ob wir was sehen. Können wir was sehen? Ja, wir so, sehen ein Kind. Das sieht sehr dunkel aus. Das war eins von den ersten Bildern von dem Kind, wo wir vorher gesehen haben, die jetzt groß ist. Also das sieht auch relativ dunkel aus. Das ist einfach, weil die Haut sehr, sehr unreif ist. Mhm. Klar, das ist noch sehr, sehr dünn, sehr pergamentig auch und die braucht einfach Zeit mhm. zum Nachreifen. Deswegen ist da die Feuchte wichtig. Ja, jetzt hast du vorhin ja angesprochen, dass du so einen Tagesablauf hattest. Du bist abends gegangen. Sag doch mal kurz, um wie viel Uhr bist du gegangen? Wann bist du wiedergekommen? Also und wie überbrückt man quasi als Krankenschwester die Zeit? Also ich kann mir vorstellen, dass die Eltern eine große Sehnsucht nach ihrem Kind haben und auch wissen wollen, wie es dem Kind geht. Genau, und wie ihr das sozusagen nachhaltig managt, weil ich weiß ja, dass du da noch einiges im Petto hast. Ja, also ich bin eigentlich morgens, ich hatte das Glück im Unglück, dass mein Mann kurz vorher einen Arbeitsunfall hatte mhm. und da zu Hause war. Und wir ja, genau, sagen wir jetzt zum Schluss auch. Und wir gemeinsam immer diese Reise quasi von Markgröningen nach Ludwigsburg angegangen mhm. sind. Wir waren immer zusammen da, sind morgens gekommen, ich schätze mal 9:30, sowas. Damals war noch ab da erst Besuch. Ab da erst, ja, dass wir erst damals. Ab 9:30 kommen. Und sind gegangen, um 6 sieben. Vielleicht, 7, mhm. sowas. Und haben aber den ganzen Tag im Klinikum verbracht. Ja. Hatten entweder ein Doggybag zum Essen dabei oder sind mal in die Mitarbeiterkantine. Und ja, und sind mal einen kleinen Spaziergang gemacht, mhm. aber wir waren eigentlich die ganze Zeit da. Dann hoffe ich, dass ihr auch gut auf euch aufgepasst habt, wenn ihr so viel auf Florian aufgepasst habt. Das ist oft, wo mir dann auch wirklich meine Mamas, sie nehmen es uns, glaube ich, am Anfang oft gern übel, mhm. Aber ich schicke auch Mamas mal wirklich einen Kaffee trinken und sage so, ihrem Kind geht's gut, ihr Kind ist stabil, sie gehen mir hier gerade auf dem Zahnfleisch, ihre beste Freundin und Kaffee trinken. Und wenn sie nur eine Stunde mal rauskommen, die meisten Mamas kriegen irgendwann oder auch Papas kriegen irgendwann einen Krankenhauskoller. Mhm. Es ist ganz, ganz normal. Wir versuchen das irgendwo ein bisschen abzufangen und versuchen auch wirklich immer für die Mamas und Papas da zu sein. Es ist leider nicht immer so möglich, wie wir es gern hätten. Mhm.
egal in welchem Bereiche, auch wir haben Personalmangel. Mhm. Es wäre falsch zu sagen, bei uns geht es super. Auch wir Kinderkrankenschwestern haben einfach totaler Engpass. Und da versuchen wir natürlich das Beste. Es ist nicht immer leicht. Es geht manchmal auf Kosten von anderen Kindern, weil ich dann sage, gut, ihr Kind war mal intensiv, dem geht es jetzt gerade besser, jetzt braucht aber eine andere Mama mich. Ja. Weil dem Kind geht es gerade nicht gut. Ich habe aber trotzdem, muss meine Kinder, wir haben jetzt gerade, sind 7 Kinder auf Station. Es kann aber auch sein, wir haben 10 oder 11 Kinder. Je nachdem, wie viel dann gerade da sind. Und wenn ich morgens oder mittags nur zu viert bin, muss ich die Kinder trotzdem versorgen. Und ich muss die trotzdem verteilen. Wir verteilen dann so, dass es bestmöglich geht. Aber wenn ich jetzt eine Mama habe, der es gerade nicht gut geht, dann nehme ich mir für die Mama natürlich mehr Zeit als für eine Mama, die ja eigentlich schon selbstständig wickelt, die schon Mundpflege macht, die ihr Kind auch selber raus und reinlegt ins Bett. Und die Berührungsängste oder die Ängste so nicht so akut mehr sind. Genau, und dann so guckt man halt, wie man da das Gleichgewicht hält. Wenn jetzt haben sich die Besuchszeiten verändert, genau. Habe ich rausgehört. Für uns ist in der Zwischenzeit so, seit dem Neubau, dass Mama, Papa jederzeit rund um die Uhr kommen dürfen. Sehr also gut. Es ist, bei uns auf Intensiv geht es leider nicht, dass wir Mamas mit aufnehmen. Einfach, wir haben zwei, maximal 3 Bettzimmer. Und einfach aufgrund der Gerätschaften und die denn bei uns auch nicht zur Ruhe kommen. Also auf Intensiv kriegen wir es eigentlich nicht hin mit aufnehmen. Klar, bei größeren, wir haben auch 3 Zimmer für größere Kinder. Da dann schon, aber das liegt einfach auch an dem Kind fremdeln dann und ein 2-Jähriges bleibt nicht ohne Mama auf Intensiv. Ja. Und bei den Kleinen ist dann wirklich so, dass wir sagen, okay, da haben wir dann unsere Tintenfische, der sitzt hier vorne. Seit einem Jahr jetzt kriegen wir die von Oktopus für Frühgeborene. Und das tue ich dann, so tue mir gern als ersten Freund Aufpasser mit rein, was den Mamas ganz, ganz viel einfach auch Halt und Kraft gibt, zu wissen, es ist jemand im Bett, der auf mein Kind aufpasst. Wir sind ja rund um die Uhr auch da. Also es ist nicht so, wie viele denken, ja, nachts schlafen die Schwestern. Nee. Nein. Das ist mein Irrglaube. Ich würde auch manchmal gerne nachts schlafen, aber das heißt nein. Ja nicht umsonst Nachtdienst. Genau. Wir sind 24 Stunden rund um die Uhr für die Kinder da, natürlich in 3 Schichten, wo wir uns dann auch immer übergeben nach einer Schicht und sind dann die versorgen die Kinder. Wie gesagt, vorher habe ich mal gesagt, die Kinder haben 12 Mahlzeiten, 8 Mahlzeiten, 6 Mahlzeiten. Ja. Das sind einfach diese, die einen kriegen alle 2 Stunden, die nächsten alle 3 und die übernächsten alle 4 Stunden zum Essen. Und dementsprechend staffelt sich das dann auch so ein bisschen mit den Kindern. Und wie gesagt, wenn die Eltern dann nicht da sind, versorgen wir natürlich das Kind. Wenn die Eltern da sind, versorgen wir mit den Eltern das Kind. Wie auch vorher schon gesagt, wir versuchen frühzeitig die Eltern mit einzubeziehen, weil uns einfach die Eltern ganz, ganz wichtig sind. Ja. Und dann gucken wir einfach, wie kriegen wir es hin. Ja. Die Eltern gehen ja auch mit dem Kind irgendwann nach Hause. Was wir auch genau. Sonst nochmal haben, außerhalb der Infektzeiten, also so von Oktober, November bis März, April, ist ja immer so die Hauptinfektzeit. Da dürfen Geschwisterkinder nicht zu Besuch kommen, einfach um die Kleinen zu schützen. Ja. Gibt immer ganz viel Tränen bei den Geschwistern, aber ist einfach um die Sicherheit von unseren Frühchen. Und sonst dürfen an sich Besucher trotzdem kommen, also Oma, Opa, Tante, Onkel. Außer wenn kein, also wenn kein Corona ist, dürfen die auch kommen, sofern ein Elternteil da ist. Also ohne Mama oder ohne Papa kommt kein Besucher rein. Da geht es einfach auch wieder um die Sicherheit vom Kind. Ja. Und dann ist maximal 2 Personen pro Kind dürfen zum Kind ins Zimmer. Ja, sonst ist es ja ganz schön voll. Einfach zu viel. Ne? Wenn ich sehe, Giraffe, Infusor, genau. Und Wagen. Nicole hat noch das Glück gehabt, im Altbau in einem 8-Bettzimmer. Oh, ob das jetzt ein großes Glück war. Ich glaube nicht. Ja, also das ist dann, wenn man dann sich vorstellt, es sind 8 Kinder, 8x2 Personen und dann kommt natürlich die Kranke oder mir Fachpersonal noch dazu, dann kommt noch die Auszubildende dazu, der Arzt kommt noch, die Physiotherapie. Ich wollte sagen, Therapeuten auch noch werden wir sicher auch noch antreffen. Genau, und dann wird noch geröntgt. Dann wird noch geröntgt, alle müssen raus.
Und dann kommt auch noch die Seelsorge. Also dann war der Raum sehr voll. Und deswegen sind so diese zwei Personen entstanden, wo man sagt, okay, wir müssen es begrenzen. Ja, ist aber vielleicht auch für die Angehörigen, also die Eltern und für das Kind vielleicht auch stressfreier, als wie wenn die Großfamilie zu Besuch anrückt. Das ist ja sonst schon so immer spektakulär mit Baby. Genau, und früher bei der Nicole war es noch so, da durften Angehörige, also Oma, Opa auch morgens mit rein. Mhm. Da war Besuchszeit von um 9:30, 10, weil wir um 8 Visite hatten, dann war das immer besser, weil sonst hatten wir alle rausschicken müssen. Haben wir gesagt, gut, so ab 9:30, 10. Wenn die Mama um 8 da war, hat die auch um 8 rein dürfen. Also da hat keiner was gesagt. Okay. Und es ist jetzt halt schon, wir sagen Eltern rund um die Uhr und sonstige Besucher mittags von um 3 bis um 6. Mhm. Weil wir einfach festgestellt haben, oft haben die Mamas gar keine Zeit für ihr Kind. Ja. Weil dann kommt morgens die Oma, der Opa, dann geht man kurz Mittagessen, zwischendurch sollte ich ja eigentlich pumpen und mittags kommt der Onkel und die Tante. Apropos Pumpen, wir wollten doch auch noch ein tolles Foto sehen ein von dem Stillzimmer. Stimmt, das habe ich schon wieder vergessen. Genau. Pumpparty? Pumpparty im Stillzimmer. Richtig. Also da habe ich auch schon meine Erfahrungen gesammelt, genau. Das heißt, ihr habt auch eine Stillberatung, nehme ich mal an, die sich dann darum kümmert, dass das mit dem Abpumpen... Genau, also zum einen mit dem Abpumpen, wir sind alle so weit geschult, dass wir die Eltern alle anleiten können, auch mit dem Stillen. Und wenn es dann aber noch so ein bisschen Probleme gibt oder eine Mama sehr steif ist oder sagt, oh, ich kriege das nicht hin, ich habe da Schmerzen, dann haben wir auf jeden Fall, ist ein Babyterm, das ist dann die nächste Stufe nach der Giraffe. Das ist quasi der Fortschritt. Genau, das ist dann der Fortschritt, wenn sie dann schon größer sind, so ab 1800 Gramm, dafür sind sie Babyterm, wenn sie Temperatur halten. Weil im Babyterm kommt Wärme nur von unten und nicht mehr ringsrum umgeben. Ist das dann das, was man so landläufig unter Wärme kennt, genau, oder? Genau. Okay. Stillzimmer? Kein? Nein, kein. Willst du es dann vielleicht, also so, kennst du so das neue Zimmer Stillzimmer so überhaupt? Nein, nur vom Tag der offenen Tür. Keine Stationsführung, Sabalot. Doch, das habe ich schon gekriegt. Ja? Ja, ja. Auch vom Tag der offenen Tür natürlich. Komische Teile stehen da drin. Bequeme Sessel. Okay. Hat es nicht mitgemeldet? Okay. Schade, jetzt dann müssen wir Ihnen das leider vorenthalten, wie schön das Stillzimmer jetzt aussieht. Aber man kann sich vorstellen. Also es sind vielleicht bequeme Sessel drin und dann stehen solche Apparätchen drin, so gelbe Pumpen. Ja. Und dann gibt es Brusthütchen und dann sitzen oft die Mamas wirklich so dran und pumpen. Unterhalten sie. Und unterhalten sich, nicht wahr? Genau. Ja. Und das hat man versucht und dann, kriegen wir zum Beispiel vom Frühchenverein, müssen wir uns noch eine Lampe aussuchen, dass einfach das Licht ein bisschen schöner drin ist. Das ist da kriegen wir noch eine Lampe, wenn wir uns dann mal einigen können, welche wir wollen. Ist ja auch immer so mit der Hygiene ein bisschen Sache, was dürfen wir. Genau. Und da pumpen dann die Mamas die Milch für ihre Kinder und das ist wirklich auch was Wertvolles. Jeder Tropfen Mamamilch ist super toll. Jeder Milliliter zählt sozusagen. Genau, jeder Tropfen. Wobei nicht nur der Tropfen wichtig ist, sondern das Gemeinsame. Also das habe ich damals so genossen. Man hat sich quasi mehr oder weniger fast zum Pumpen verabredet. Nicht wahr? Musst du auch wieder, ich soll auch wieder. Und dann sitzt man da halt seine 20 Minuten oder auch länger. Aber man kann, wie geht's deinem? Und was ist bei dir heute? Und ach nee, mir heute nicht so gut. Und komm, erzähl, lass uns nachher einen Kaffee trinken gehen. Das, oder was man halt in diesem 8-Bettzimmer nicht live permanent tun konnte, ne? Sich austauschen. Nee. Und da war der Austausch groß immer. Und muss auch sagen, ich bin jetzt noch mit 6 Familien immer noch in starkem Kontakt. Mhm. Und ist auch schön, wie die dann alle gewachsen sind und was aus denen so geworden ist. Und einfach, wenn man redet mit einer Mama, die auch ein Frühchen bekommen hat, anders wie mit einer Mama, die ein Reifgeborenes hat. Wenn ich der Mama mit von einem Frühchen erzähle, mein Kind hat heute 2 Gramm zugenommen oder sagen wir 5 Gramm. Ja, dann bricht die auch in Jubelstürme aus. Ja, genau. Ja. Und umarmt mich und macht und tut. Und wenn ich aber einer Mama erzähle, die ein reifgeborenes Kind hat, mein Kind hat 5 Gramm zugenommen, die macht diesen hier und sagt, ist in Ordnung. Das ist auch das Gleiche, wenn wir mit Mamas freuen, wenn der erste Stuhlgang oder wenn ein Kind Stuhlgang entleert. Ja. Das ist eine Party bei uns. Weil bei den Frühchen ist das nicht immer ganz so einfach. Die brauchen da am Anfang teilweise Unterstützung. Mhm. Da wird uns draußen auch jeder sagen, jetzt hämmert's. Okay. Und wir freuen uns und erzählen das auch stolz einer Mama,
ihr Kind hat heute Nacht gekickert. Mhm. Also das ist wirklich was Tolles bei uns. Ja, oder diese Kilofeste. Wir haben, ja. Wir haben einen Kuchen gebacken, wo drauf stand ein Kilo, weil das Kind ein Kilo hatte und dann das nächste beim 2 Kilo. Dann man feiert sowas einfach, wenn man denkt, jawohl, jeder Schritt in die richtige Richtung ist ein guter Schritt. Oder auch so Sachen wie mal 5 Minuten CPAP ab. Das war wie also Weihnachten. CPAP ist die Atemhilfe. Ja, die Atemhilfe, genau. Weihnachten, Ostern und Geburtstag an einem Tag, wo man dachte, ja, jetzt hat er es 5 Minuten ohne geschafft. Klar, Schnappatmung zum Schluss, aber dann wieder hin und dann war alles wieder gut. Also man muss halt auch das trainieren im Endeffekt. Ja, man muss gut wählen, wie viel beatmet wird, oder? Genau, also es wird dann auch wirklich ein Entwöhnen von der Beatmung. Wie gesagt, im Endeffekt, oberstes ist beatmet mit dem Tubus, wo wirklich komplett alles übernommen wird. Natürlich gibt es da dann auch Formen, wo die Kinder mitatmen können. Dann ziehen wir den Tubus und dann kommt diese Atemhilfe, CPAP. Und da gibt es dann auch wieder verschiedene Formen, bis die Kinder wirklich abbauen können vom Gerät und das Gerät weg ist. Kein Beatmungsgerät mehr. Das ist dann auch immer sehr emotional. Ja, wen wundert's. Ja. Und dann geht es halt auch wieder weiter. Dann das erste Trinken, das erste Waschen, Waschen tun wir auch relativ früh schon, aber das erste Baden. Und wir haben dann auch unsere Tagebüchler. Mhm. Genau, die schauen wir uns jetzt noch an, bevor wir eine kleine Pause machen. Genau, und das ist einfach so für die Eltern, Little Princess, wo wir reinschreiben. Die fangen wir immer an und dann gibt es am Anfang ein Bild vom Kind mit einem Fußabdruck drin. Meistens steht dann auch drin, wie viel habe ich gewogen. Hier steht zum Beispiel drin, die Maus hat 900 Gramm gewogen bei Geburt. Mhm. Und dann dürfen die Eltern mit reinschreiben, so wie mir. Also das Buch ist nicht nur von uns, beziehungsweise vom Kind. Also wir schreiben immer aus Sicht vom Kind ins Tagebuch und erzählen der Mama, was alles passiert ist und dem Papa. Oder heute habe ich das erste Mal 2 Milliliter aus der Spritze getrunken. Mhm. Und das erste Trinken oder das erste Baden. Das sind lauter so Sachen, wo wir da reinschreiben und dann auch die Eltern irgendwann wieder dazu schreiben. Also ich gebe zu, ich habe das am Anfang gekriegt und habe gedacht, was soll ich mit diesem ... Oha. Ja, aber ich war da, glaube ich, so in meinem Modus, wo ich einfach alles noch gar nicht so kapiert habe. Und jetzt bin ich so froh, dass ich dieses Büchle habe, weil man guckt immer wieder. Ich habe hinten zum Beispiel für mich eine Gewichtsskala gemacht und habe immer geschrieben, am so und so vielten hatte er so und so viel und am so und so vielten hat er dann so und so viel, dann hat er wieder 10 Gramm weniger gehabt, dann hat er wieder 5 Gramm mehr und so weiter. Da war der Bluttransfusion, da hat er plötzlich dann 15 Gramm mehr gewogen und und das ist einfach schön, wenn man jetzt auch nach 6 Jahren das einfach nochmal so, ich habe auch jeden Tag auch immer aus dem Gesicht vom Kind geschrieben, dann hab ich, wieso habe ich da geschrieben, heute kommt Mama alleine, wieso kommt heute Mama, ach so, ja, da habe ich weitergelesen, was dann war, ach ja, Papa war nicht mehr, war mal wieder arbeiten, so Geld verdienen, damit die Mama sich auch mal wieder eine neue Hose kaufen kann. So. Das war einfach nett, jetzt auch im Nachhinein das einfach nachzuvollziehen, was war wann. Ja. Ja. Und das ist zum Verarbeiten ganz, ganz, ganz wichtig. Also wir haben ja schon eine spannende Frage gestellt bekommen, dass was passiert, wenn es ein Kind nicht schafft. So was Ähnliches wollte ich jetzt auch fragen, nämlich ob ihr wirklich für jedes Kind so ein Tagebuch anfangt, auch also für die es vielleicht eher nicht schaffen. Gedacht sind die Tagebücher für die Kinder unter der 32. Woche auf jeden Fall. Mhm. Es gibt natürlich auch andere Gründe, warum ein Kind bei uns ist. Ich fange es großzügig an. Mhm. Es gibt immer wieder Reifgeborene, die wir zum Beispiel reanimieren nach Geburt, warum auch immer. Ja. Und dann fange ich auch so ein Buch an, wo sehr einfach gut kritisch ist, weil die Eltern kriegen am Anfang das gar nicht mit, was eigentlich war. Das zieht so an einem vorbei. Und nachher kommt oft, was war eigentlich? Und auch wenn man dann mit den Eltern spricht, kommt einfach immer wieder mehr, merkt man, ja, wir haben das doch erzählt. Wir haben ihnen doch gesagt, dass das und das passieren kann. Das nehmen die gar nicht wahr. Ja, die sind noch und raus. Genau, und das ist für die dann ganz wichtig. Und natürlich gibt es bei uns auch das, dass die Kinder es nicht schaffen. Und gerade da ist dann auch sehr, sehr wichtig für die Eltern, einfach als Erinnerung, weil die Kinder waren da. Ja. Und es ist nicht irgendwas, es ist trotzdem ein Kind. Und man baut relativ schnell eine Bindung auch auf. Und es ist auch für uns immer wieder schön, wenn wir die Eltern dann mit dem trotzdem begleiten können. Ja. Weil auch für uns ist, egal was für ein Kind stirbt, für uns geht es auch mit. Also wir können das nicht so ein bisschen, so ach ja, es ist halt wieder eins gestorben.
wir heulen auch mit den Eltern. Also das ist oft, dass wir einfach dann auch mit den Mamas und Papas mitweinen können. Ja, aber das ist ja auch mitfühlen. Ja. Ja, das heißt ja nicht mitleiden, sondern mitfühlen. Und es ist ja auch schrecklich, wenn es eins nicht schafft. Ja? Ja. Es wollte ja ein Mensch werden, sozusagen, genau, der auf der Welt herumläuft. Darüber unterhalten wir uns jetzt gleich weiter, weil da kommen wir ja quasi in die Zielgerade, warum es euren Verein benötigt und was der für Ziele hat. Ich denke, genau in dem Themenbereich, was kann man den Eltern und Kindern Gutes tun, werden wir uns dann aufhalten. Wir machen jetzt eine kleine Pause bis 18 Uhr und dann sehen wir Sie hoffentlich alle wieder und können an der Frage noch weiter arbeiten. Also bis gleich.